Hallöchen, Popöchen, willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Mekko und wir spielen heute wieder Baldur's Gate. Schön, dass ihr mit dabei seid. Alter, entspann dich mal. Wir sind in der letzten Folge durch die Pforte der Hölle gegangen und sind jetzt hier in Raphaels Haus, um uns den Hammer zu holen, den wir brauchen, um zu entscheiden, ob wir dem Imperator trauen oder nicht. Another sorry soul come to wander. What do you see? Nichts Besonderes, ich bin nur zu Besuch hier. Ich muss das Archiv finden. I cannot help you. This is not my home, even if I can never leave. Okay. Was bindet euch an das Haus der Hoffnung? I was an architect and I a builder of tombs and temples, but mostly of towers. My proudest work reached for the stars and sought to dry Selene's tears. It was a monument to life and to virtue, and a happy home to my master for many years. Und was ist dann geschehen? Deaths in the family. Happiness rarely lasts a lifetime. When tragedy came, my master fell into darkness and despair. He marshaled a great army to ruin mein Gott. And bring all into shadow. I could not let it happen. I sought out the devil, Raphael, and signed an infernal pact with him. He promised to destroy my master's army, and I promised him my soul in return. The devil was true to his word. Fiends slaughtered my master's forces, but he endured somehow and blighted the land. Eine vertraute Geschichte. Seid ihr der Architekt der Türme des Mondaufgangs? You know my work. Oh, I am glad it endures. Perhaps you also have the misfortune of knowing my master, General Catherick Thorm. Catherick ist nicht länger. Ich habe ihn getötet. It all came to pass as I had hoped, though a century too late for my family and friends. Your actions may have justified the price of my soul. I thank you. Tell me, what became of my pride? What became of Moonrise Towers? Der Turm steht noch, doch er ist hohl und leer. Wir haben das Land geheilt und den Schattenfluch aufgehoben. Mondaufgang wird wieder ein Leuchtturm des Lichts sein. I did not think it possible. Thank you. My spirit smiles for the first time in a century. Now go. Finish your business here and leave while you can. Naja, wenigstens haben wir ihn ein bisschen glücklich gemacht, hä? Das hier sieht absolut widerlich aus. Hirschschatz Tonikum. Einfach auf den Tisch gelaufen. Warum müssen wir jetzt alle auf dem Tisch stehen? Reicht nicht, wenn einer sich benimmt wie ein Asi. Aber doch der kleine Hamster hier, weißt du? So, dann gehen wir mal hier als erstes gucken, oder? Ein bisschen Bammel.
24. Mein Gott, immer eine 10, ey. Würfel doch einfach mal einen höher, du Pissflitscher. Dann direkt wieder übertreiben. My blood. It's burning. Sizzling. Do you feel it? Don't come too close. My bones are kindling. Soon they'll catch light. Okay. Also wir sind hier richtig. Hier sind die komischen Schuldner. The mechanism is locked and can't be used again. They're eating from the inside. The rats! The rats! The rats! Let's cure it. The spilt wine is laced with the perfume of an exquisite poison. An unexpected treat. Was haben wir jetzt gerade bekommen? Wo ist das Zeug? Wo ist dieses hier Schatztonikum? Was ist da los? Kann ich hier irgendwas von sein, oder? Ganz merkwürdig schon wieder. Bin ich nur wieder blind, oder? Ach, das wird wahrscheinlich in der Essenstasche verschwinden, ne? Eine Auflistung verschiedener Diener Raphaels, einschließlich ihrer Pflichten und einer Bewertung, wie gut sie diese erfüllen. For speaking is steep, but I must give warning. Your prize is just ahead in the archive, but you can't take it yet. And even if you could, you mustn't. Trigger the alarm, and Raphael will come swooping home on wings of malice to rip out your soul. In this house, thieves are melted like butter and spread onto toast. Shh. I'm doing it again. I'm doing it again. Ihr müsst ruhig bleiben, Hoffnung, und mich führen. I can, I shall, I can, I shall. The archivist is the key, but he's as stubborn as a king and as serious as a heart attack. Exploit his fiddling weakness and make him grovel! Oh no, they hear me. Speak quickly, speak softly, you know how this goes. Zwei Schritte im Voraus denken und dir deine Fragen vorab gut überlegen. Eine ganze 5. You study your mind and prepare your questions. Ist im Archiv noch jemand, von dem ich wissen sollte? Wie soll ich mit dem Archivar umgehen? Fierce authority figures.
Perhaps his teacher took a strap to him and left a deep impression at an early age. There's one regular visitor that he particularly fears. She is... A crack like breaking bone. Hope winces. Wen fürchtet der Archivar Hoffnung? Ich brauche einen Namen. Ich brauche einen Namen. Scarier things than you, little mice. Virilius. Virilius Receptor. A High Inquisitor of Zariel. Officially entitled to audit Raphael's collection. Her true form is so gargantuan and mind-scarring to behold that she takes on many guises when she visits. Play your part well and you can be one of those blasphemous guises. Okay, dann gehen wir hier erst später hin und gucken uns hier erstmal in Ruhe um. Ich habe mal einen kleinen Einblick verschaffen, ne? Warte mal. Aber die kennt uns doch. Oh, oh, oh. Corilla kennt uns doch. Hoffnung, was ist das? Guten Morgen, Süße, wie geht's euch? Was ist das? Das? Ach nichts, nur eine kleine Kuriosität. Hoffnung, mein hartnäckiges... Was? Hoffnung, mein hartnäckiges kleines Blütenblatt, das sich trotz Winter, Natur und jeder Vernunft an die Blume klammert. Das ist ein Traumfänger aus Omo. Nein? Klingelt da nichts? Nun, dieses klimpernde Federnding ist ein Gefäß der für Träume... Und quillt fast über. Darf ich euch verraten? Hört auf. Hm? Aufhören? Womit denn, Liebes? Hört auf, es so klimpern zu lassen. Ich möchte, dass ihr aufhört. Ihr hört sie also, die gefangenen Träume verängstigter Kinder. Die Leute von Omo waren ein kluges Volk. Hoffnung. Ihre Kinder schliefen wie Steine. Keine bösen Männer oder Monster drangen in die düstere Nacht in ihre Fantasie ein. Nein, diese Gespinste kamen hier hinein und sie lernten einander kennen. Ein geselliges Beisammensein der Albträume. Alles, was einem nachts Angst macht, lebt in diesem Traumfänger und sie sind ganz wild darauf, euch kennenzulernen. Hoffnung, Raphael, geht nicht weg. Dann dient mir, werft euren Stolz über Bord und dient mir mit ganzem Herzen. Hoffnung, ihr Blick ist auf den Traumfänger fixiert, dann blickt sie ihn an. Raphael ist Bass erstaunt, dass sie die Augen verengt. Nein, ich werde es nicht tun. Ich verstehe, wie ungezogen von euch. Als Raphael und ich gingen, blieb ich ein wenig zurück und lauschte an der geschlossenen Tür meiner Schwester. Sie war allein in dem Traumfänger, mit dem Traumfänger. Ich hörte, wie ihr Atem schwerer wurde, dann scharfe wie gefrorene Stille. Dann begann Hoffnung zu schreien. Ah ja. Alter, auch gruselig. Über die Erschaffung des Orphischen Hammers lesen. Eine detaillierte Geschichte des Orphischen Hammers, wie beschreibt infernalische Arbeiter, die Raphael einsetzt, um das
die seltenen Materialien für den Hammer zu finden und abzubauen, sowie ein angedachtes Verwendungszweck. Der Hammer ist keine Waffe, er ist eine Versicherung. Seine Funktion ist sehr spezifisch, seine Nützlichkeit jedoch grenzenlos. Keine von infernalischer Hand geschmiedete Ketten können seiner Macht trotzen, denn sein Kern besteht aus einer metallhaltigen Legierung, welche die Reinsessenz aller neuen Höllen vereint. Sollte ich jemals die Gefangenen befreien, müssen die in der Eisenstadt Disten festgehalten werden oder die Schatzkammer von Nagus zerschmettern oder gar Kinder von Git befreien. Mein Hammer ist auch der Aufgabe gewachsen. Okay. Alter, der ist echt gruselig. Voyeuristischer ewiger Schuldner. I like to watch the door to the boudoir. I like to see who goes in, who comes back out, and who never does. Du kleine Sau. Stört es Raphael, dass ihr sein Kommen und Gehen beobachtet? Why? It was his idea. Here I watch, forever and forever. Oh, I can never join in, but I'll always look. Wisst ihr, was in diesem Raum vor sich geht? Oh, I like to peek through the keyhole. There's so much to see. So much to see. Show your invitation. Show your invitation. Kannst du mit Telekinese den Hebel bewegen? Scheinbar nicht. What path lies before me? Was hat eklige krabbelnde Dinge hin? Schwertkünstler Liederbuch. Oh. Leider müssen wir einen bedauerlichen Zwischenfall in unserem geschätzten Haus der Hoffnung melden. Uns ist zu Ohren gekommen, dass einer der Gäste durch unersättliche Neugier und den Verstand gebracht, die Unantastbarkeit eures verehrten Boudoirs zu durchbrechen versucht hat. Das fehlgeleitete Individuum, dessen Verstand durch ein verzweifeltes Verlangen nach verbotenem Wissen vernebelt war, versuchte sich Zutritt zu euren Privatgemächern zu verschaffen und die Geheimnisse darin aufzudecken. Es dachte, die Hintertür auf dem Balkon könnte ihm als heimlicher Pfad zur Erkenntnis dienen. Doch seid versichert, mein Herr, dass unsere aufmerksamen Wächter sofort interveniert haben und weitere unbefugte Handlungen unterbunden haben. Warte mal. Das ist dieser Raum. Dort haben wir einen Balkon. Und wir können wahrscheinlich von hier aus irgendwie dahin, ne? Naja, okay. Wir gucken uns erstmal weiter um. Das ist die andere Seite der Tür. Okay. Mein Gott, ey. Mein Hals. Aha. Was los, Will? Keine Lust? So schwer ist es nicht. The pride of the gate. No one stop me yet. Very well.
Na also, buh. Ich schon sagen. Was ist schon wieder los mit euch? Der hat alle nicht hinkriegt, hier einfach mal hinterher zu kommen. Was? Wait. Du müsstest ja einfach so überspringen können, wa? I'm ready. Du doch auch mittlerweile. Weißt du, wenn du deinen Popo da ein Stück wegbewegst, ne, dann kann der kleine Bu, glaube ich, doch hochhüpfen. So hoch. It is difficult to charge from down here. Einfach K.O. herrlich. So, was haben wir denn hier? Irgendwer liegt ja hier. Was wäre jetzt Bett und Harlep? Kann schon wieder nichts anklicken wegen dem blöden Elementar. Kyrillas Mitschrift eines Gesprächs zwischen Raphael und ihrer Schwester Hoffnung. Hoffnung, was ist das? Guten Morgen, Süße, wie geht's euch? Was ist das? Ach, da ist nichts. Nur eine das haben wir schon gelesen. Best be on my way. A lost little mouse is running through the house. A thief in the night, greedy and here to take. Why are you here, little thief? Ich suche den Ohrfischen Hammer. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Das war ein Unfall, eine misslungene Teleportation. Raphael, ihr seht sehr abgemagert aus. Raphael? Ha! No. You will have a far crueler master than Raphael soon. But what inspired you to pay him a visit? Such den Orphischen Hammer, ihr könnt mich nicht aufhalten. Raphael all but spent himself to get that hammer. And you want to take it off him? This is very naughty. Whatever are we to do? Why don't we play a game? You win, I give you everything you desire. But you'll enjoy yourself more if you lose. Was für ein Spiel? It's a surprise. Off with your clothes. Dann Sachen ablegen. Little thief. Good. Keep going like this. And you'll get to live. You'll be crying out my name soon. You'd better know it. I am Harlep, Raphael's personal incubus, glamoured and transfigured to look like him. I'm a perfect copy.
He only ever wants to sleep with himself. What's better than the devil you know, eh? His violating stare sees more than all of you. It sees potential. Before we continue, I want to make sure you're comfortable. Sometimes, when he's feeling adventurous, Raphael will ask me to change into the Archduchess, Raphael. I can take her form if you choose. A simple swap pales in comparison to what you are about to do for me. Ja. Die feminine Gestalt ist mir erstmal lieber. Then the Archduchess I shall be. Ich speichere jetzt mal. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier gleich was cutten muss. On the bed. Lie back. Drück. So. Da ist nichts, was ihr sehen könnt. Eins. Was wird hier geschehen? Oh Gott, ich will es gar nicht wissen. Man kann nichts sehen, Freunde, ja? Also. Any thought of resistance or control is fading. You will obey, giving yourself body and mind to them. Pass auf, ich habe ein bisschen Schiss, dass hier gleich irgendwas Versautes passiert. Deswegen mache ich für euch einen Cut, kurz. Ja, wir sehen uns gleich. So, ich habe jetzt geladen. Ist soweit nichts passiert, bis auf, dass man halt meine Arschbacken gesehen hat. Pff. Ja, was soll ich machen? Ich kann es nicht ändern, ne? Damit habe ich halt auch nicht gerechnet. Ist auch nichts Schlimmes. Es sind nur zwei schöne Pobacken. Die waren ja schon knackig. Von daher beschwert euch nicht. Gibt Schlimmeres. So. Ich hoffe, wir sind jetzt wieder direkt im Dialog. Then the Archduchess I shall be. On the bed. Ja, das haben wir ja gemacht. Hinlegen. Any thought of resistance or control is fading. You will obey. Giving yourself body and mind to them. Was, Mörder? Achso. Da hat jemand geschrieben. Dem Zauber widmen. Ich habe, glaube ich, das hier gemacht soeben. Lass ihn einfach selbst entscheiden. Haben wir gerade auch gemacht. Das lief ganz gut. Ich glaube, es gibt Schlimmeres, als Spaß mit einer Succubus zu haben. Mein Körper könnt ihr haben, aber nicht mein Verstand. You force your eyes open, drawing yourself back to reality. I can't wait to explore how you work. What gets you going? What makes you sweat? And every time I make love in your shape, you will know. A shiver out of the blue. A tingle from beyond. Now, your reward for giving me such a present. I will tell you one and only one of Raphael's dirty secret. Whisper it to me. What do you want to know? Wo finde ich den Hammer? Ist Raphael überhaupt gut im Bett? Ganz ehrlich, wir wissen, wo der Hammer ist. Im Archiv. Ist Raphael überhaupt gut im Bett? No. But you didn't come all this way to ask that, did you?
You wouldn't sell yourself so cheaply, I hope. A treasure like you deserves to wrap their hands around Raphael's mightiest rod, the Orphic Hammer. Raphael hides nothing from me, can deny me nothing, aside from what he keeps in his safe. The safe lingers behind the right-hand painting of Raphael. He almost spends more time staring at those portraits than he does at me. Although I'd love to watch you struggle to open the safe without it, this key should help. You've labored enough, pet. Now, shall we bid one another goodbye? Thank you for you. I will misuse you well. Also wir haben was an, ne, Freunde? Boah, jetzt bin ich komplett ausgezogen. Gut. Ja gut, aber hier den Knopf zu entdecken ist jetzt auch keine Kunst. Lesen. Die Schauspieler haben endlich Baldurs Tor erreicht. Es kann also der nächste Akt meines Stücks beginnen. Sie haben das Geheimnis des Astralprismas ergründet, doch ich werde ihnen sagen, dass ich den Schlüssel hier habe. Den Orphischen Hammer, den einzigen Gegenstand, der die Ketten des Prinzen sprengen kann. Der Hammer wird sicher im Archiv verwahrt, von einem Losungswort beschützt. Wie soll es lauten? Vielleicht gebt mir die Sehnsucht meines Herzens. Ich denke auch. Sehr geil. Die Bilder sind auch echt krass, ne? So. Ich bin sofort wieder da. So. Weiter geht's, weiter geht's. Ja, weiter geht's. Can't slow down. Ja, was hab ich gemacht? Und Spielton ausgemacht bei mir. What's that? Wo? Da? Genesungshahn. Better to put the debtor's attire back on. It keeps the locals quiet. Be gone for good. So, ich bin gespannt, was wir hier noch alles finden werden. Was ist ein Genesungshahn? Ja, Mann. Keine Ahnung, was jetzt hier gerade passiert, aber wir fühlen uns doch wie neu geboren jetzt. Aber ich weiß trotzdem nicht, wie wir Hoffnung retten können. Ich würde gern Hoffnung retten. Ah, da war der Krabbelnde wieder. Da. Was
The pride of the gate. Let's chew the fat. Auch nicht, okay. Hätte ja sein können. Was mit dir ansprechen? So. Okay, ich gehe jetzt trotzdem nochmal hier hin. Also hier gibt es jetzt nichts mehr, was ich noch nicht entdeckt habe. Außer dieser Tür. Äußere Portale. You look positively wretched. Perfect. When is a door not a door? When it's a jam jar. You won't find a way out here. Or a way in. Wo sind wir hier? This is the chamber of egress. The portals here crisscross the plains, but they won't open to the likes of you and me. This is how Raphael consults with his clients so efficiently, no matter the time, no matter the place, and it's how he stalks his prey. Hier muss es doch irgendwas Nützliches geben. Oh, there is. There is. If you stare into the portals long enough, your mind starts to do cartwheels and tricks you into thinking you're falling into a horrible, yawning void. Oh ja, toll. My favorite ways to pass the time. But you have no time to waste. Or time will waste you. And what you need from the house is in the archive. Not here. The gods cannot see me. Stay out of my way. Don't touch anything and keep quiet. I've had enough pests bothering me today. I don't need another. Sekunde. Was macht ihr hier? I used to work in the prison, ensuring no desirable people left the house of hope. Now I guard the portals to ensure that no undesirable people enter. Warum arbeitet ihr nicht mehr im Gefängnis? I made a mistake. Raphael doesn't tolerate mistakes. We had one house guest by the name of Gortash. A mischievous little blot of a boy. And he slipped through my fingers. Gortash war hier? Fürst Enver Gortash? Lord! Is that what he calls himself these days? The sniveling little shit. He was the son of a cobbler or some such meager tradesman, sold to Raphael by his loving parents to pay off a petty debt. Lord, indeed! I used to bruise my knuckles on his whimpering little face. I'd like to have snapped his neck. Ich würde ihm gern eigenhändig das Genick brechen. Then why not get to that snapping of necks instead of the flapping of lips? I'm tired of you. Ich würde das Gefängnis gern besuchen. Wo ist es? What interest do you have in the prison? Ich würde dort gerne eine Weile Insassen quälen. Wir kriegen vielleicht heute ein neues Bett für Jule. We all must have our hobbies, I suppose. all right. Turn left when you exit this chamber and you will find a hatch that leads beneath the house. That's where they keep the naughtiest souls. Do watch out for the guards, though.
They're not as reasonable as you and I. Danke. Niewinter. Boah, Neverwinter Nights wäre auch geil, wenn sie davon nochmal ein neues rausbringen, ne? Das wäre auch nochmal richtig nice. Kann man das untersuchen? Nee. Natürlich keinen Schaden, ne? Dachte ich mir schon. Da ist die Gefängnisluke. Kann nicht mehr aufhören zu tanzen, da die Arme. So, mal gucken, wen wir unten im Knast finden. The jailer will swallow you all if you take another step. You won't be able to see me while you're being digested. You found my prison. My body is held in chains just beyond. Presumably you intend to chew through the chains, cracking your teeth like eggshells. It will work! The hammer is the only thing capable of shattering the chains. Er ist noch immer schief. Yes, it is. And when you remove it, the whole house will go up in flames. Raphael will fly home, furious. Ich bereite mich darauf vor. Ready for Raphael's homecoming? He'll use you as a handkerchief. No, no, no. Don't listen to me. You're gonna do just fine. I'll be waiting, like I have a choice. Best be on my way. Ich speichere jetzt mal eben kurz. Weil vielleicht kann ich ja doch schon so das ein oder andere platt machen und dann die Ketten. Dann brauche ich nachher nur noch zurück in die Ketten zu springen, verstehst du? Ah ja, gucke mal. Das ist unser. So einen hatten wir aber doch schon mal. Und noch so einer. Okay. Hey, dich kann ich entsteinern. Okay. Wir stellen uns mal alle hier hin. Puh. Oh, erstmal nicht reagieren, da schießt er nur auf den armen Hamster. Ist tot. Warum durfte denn jetzt mein... Was sagen? Warum durfte ich den jetzt nicht angreifen? Eine Pissnelke. Ja, ihr dürft gerne näher kommen. Könnt ihr da nicht drüber fliegen? Ja, er schon. Na, gib ihm.
So. Wer ist jetzt hier? Minsk. Überlege gerade, ob ich rausgehe und dir den Arsch versohle. Turn the other cheek, evil. So boom and bang this one also. Präzisionsangriff. Ich überlege gerade, ob sich das lohnt, den jetzt einzusetzen, Alter. Ja, komm, lohnt sich. Definitiv lohnt sich das. So, okay, da komme ich jetzt nicht sehr weit mit. Ich kann den jetzt auch nicht heilen. Ich muss Will befreien aus seinem Lähmung oder Blindheit. Hier, bitteschön. Prinzipiell. Wir müssen, eigentlich müssten wir Minsk da wegbekommen, ne? Das wird jetzt eher weniger lustig. Keiner vorbei, weil Minsk einfach seinem dicken Arsch im Weg steht. Aber die können doch fliegen. Ist doch super. Guck mal, die müssen nur näher kommen. Und dann machen wir gleich ein Feuerchen. Dann werden die alle schön verbrennen. Das ist doch easy peasy. Nächste Runde sollte der Dicke hier auch hinfliegen. Minsk. Jetzt aber. Erstmal flöhen. Erstmal flöhen. To glory, for glory of death. Bisschen was in die Fresse schießen kann man ja schon mal. So. Auf Seite gehen. Ich mache jetzt dasselbe, ich schieße auch. I'm ready. On the Victor's path. Und die Victor's Path. So. Kaputt gehen. Hier, deine Rüstungsklasse. Firma in einer Schuld. Schuldenbrachfälle müssen möglich werden, auch im Tod. Explodiert die schädliche Flamme und erst als Töriger. Wunderschön. Es wird mich interessieren, deswegen speichere ich jetzt nochmal.
The mechanism is locked and can't be used again. Oh Gott. Geh aus dem Bild, Alter. What should I do? Kannst du den Mondstrahl noch? Ja, Mann. Knall den mal hier hin. Ihr dürft gerne hier hinkommen. Ah, immun gegen Feuerschaden. Das ist schlecht. Aber fast logisch. Aber ja, fast logisch, das stimmt wohl. Braucht den letzten Zauber. Warum könnt ihr den eigentlich treffen, wenn er hinter der Tür steht, ihr Pissflitschen? Aua. Na, wir sind ja gleich wieder dran, alles gut. Will macht dann einmal so einen Kältestrahl raus und dann ist doch hier Feierabend. Alter, Minsky braucht gleich einen dicken Heiltrank, ne? Einen dicken Heil. Heili, heili. So. Wir nehmen erstmal Will. Fuck, Alter, wir haben nicht so viel Bewegungsreichweite. Du musst deinen Mondstrahl beenden, es tut mir leid. This is my time. Was für einen Schaden macht ihr? Man sieht nicht, womit die angreifen, ne? Das finde ich immer ein bisschen doof. Resistenz. Halbiert. Kälteschaden auch halbiert. Immun. Kälteschaden halbiert. Was soll man sonst machen, Alter? Geht ja nur. Hau drauf. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich bin verängstigt. Also kann ich nichts machen. I have missed this. The adventure, the danger, the kicking of butts. The kicking of butts. Schlecht, wenn man dann nicht trifft, wenn man so einen Gegner vor sich hat. Dann schießen wir nochmal. Ich weiß, wir sind schon voll drüber, Freunde. Ich weiß es. Okay, ich weiß es wirklich. Aua. 48 Damage an mich selber?
Ja, moin! Hallöchen! Okay, Will ist gelähmt, das ist halb so wild. Denn die Starken sind jetzt da und versuchen jetzt seinen Anus. Hot kicking for goodness. Es ist unglaublich. Haben wir die auf jeden Fall schon mal weg hier, deine komischen Wächter. So. Die komischen Wächter haben wir alle platt gemacht. Und wir haben einen schönen gebürsteten Ring. Lehmender Strahl. Klingt geil. Aber hier sind Leute, die versteinert sind. Und ich weiß nicht, ob es sich lohnt, hier die zu befreien. Ich speichere mal. Ich habe ja von diesem Basilisken-Zeug, habe ich 3 Stück, genau. Da. Werfen. Okay. Ich glaube nicht, dass ich sie damit befreit habe oder so. So, ihr bleibt mal eben hier. Ich gehe mal eben kurz gucken. Ja, aber ich habe die jetzt erstmal platt gemacht, damit Raphael mir nachher nicht auf die Nüsse geht. Und ich will jetzt noch eben wissen, wo das hinführt, und dann machen wir einen Cut in der Folge. Wir sind schon bei 1 Stunde. Hier liegt ein Skelett. Wo landen wir jetzt? Ah ja. Vielleicht der bessere Weg. Hierhin. Weil, wenn wir hier landen mit Mekko, kommen wir direkt an das erste Ding dran. Ich glaube, am Ende ist scheißegal. Aber ja, wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Habe ich noch Trank der Schnelle? Ich brauche die Tränke. Ja, hier sind so viele Items drin. Da. Trank der Geschwindigkeit, genau. Okay. Ja, moin. Bei uns um die Ecke. Das neue Bett für Jule. Okay, jetzt gehen wir deinen Hammer holen. Dann werden wir dich befreien und dann hoffe ich, dass wir hier noch wegkommen. Aber nicht mehr in dieser Folge. Mann. So, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.